Hallo und willkommen zurück. Wir sind immer noch in Tujan und versuchen einen Sammelpunkt zu erreichen. Und hier ist richtig was los. Und ja. Ah, das ist jetzt hier eine Stelle. Man sieht Tujan, ne? So sieht ungefähr auch die Multiplayer-Map aus. Nur jetzt bin ich komplett verwirrt. Ah, okay. Sind hinten durchgebrochen. Wir müssen zurück und unsere Jungs auf der Patsche helfen. Es ist so schwer, Danke. Wir müssen diesen Sammelpunkt erreichen. Davis, jetzt! Ja, aber wer ist denn beim Sammelpunkt, wenn wir unseren Jungs da hinten nicht helfen? Also das verstehe ich jetzt nicht gerade, aber gut, er ist Captain. Ich tue, was er will. Die Deutschen rücken von hinten immer näher. Ich werde ihnen eine Lektion erteilen. Wow. Wow. Ist ja nicht nur, dass sie von hinten kommen, sondern auch von vorne. Oh, stirb! Ja, ja, danke für die Granate. Deutsche Truppen in der Nähe dieser Kisten. Ey, da denkt man gibt den Hit schon, die überleben die Schweine. Okay. Ich gehe einfach mal hier hin, weil hier der Stern ist. Machen wir uns auf in Richtung Sammelpunkt der Brigade, Jungs. Um die Stadt kümmern wir uns später. Okay. Da haben wir uns jetzt hier quasi rausgeschlichen und das dann erstmal so gelassen. Und wir haben viele Leute verloren, glaube ich. Finde ich jetzt nicht unbedingt gut. Aber ich muss das als kleiner Mann erstmal so hinnehmen. Ah, und jetzt erobern wir es offensichtlich zurück. Der Glückliche hat ein Bein ab. Zumindest kann er die Wüste verlassen. Diese Totenstelle ist schon echt scheiße. Die sagt immer, gleich geht's richtig los. Oh mein Gott, was war das? Wie ich's schon gesagt habe. Wow, da habe ich gerade einen Deutschen gesehen, der irgendwie so hinten rum. Kann das sein? Kann das sein? Da war aber noch einer, ja, genau. Wow. Also, okay, jetzt muss ich sagen, ist das Spiel, glaube ich, gerade relativ offen. Wobei, jetzt rücken die alle nach, also ja, nee, doch nicht. Zu unserer Linken! Mann am Boden! Zu unserer Linken! Okay. Weg von der brennenden Granate! Wofür brauche ich eine Rauchgranate? Kaum was eine Lilie, ich komme dir nicht, sonst geht's. Das ist nicht normal. Ah, offensichtlich jetzt Ruhe. Bei den Vorwärtskisten zu unserer Linken. So.
glaube, das mit der Flak hat sich erstmal erledigt. Wow, wow, wow. Wow. Alter. Also wenn ich was nicht leiden kann, dann ist es von zwei Seiten beschossen zu werden. Das gefällt mir gar nicht. Tommy, die Flak mit der Sprengladung ausschalten und weiter geht's. Okay, Mac, bin dabei. Also das ist hier richtig die Map Trujano aus dem Multiplayer. Hier wäre das lustiger, denn im Multiplayer konnte man nicht oben auf das Dach da, was wir gerade kurz gesehen haben. Wäre sonst, glaube ich, auch ein bisschen zu krass. So, und wir schießen uns jetzt hier einfach mal durch. Okay. Wo sind sie denn? Ach da! Und hinten. Ach da oben, okay. Los doch! Wir müssen sie ausschalten! Schieß diese Ziele! Schicken Schnurrbart hat er, glaube ich, gehabt. Ach, aufs Dach, okay. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Oh Mann. Komm schon, komm schon, komm schon. So ist Bar. Oh, nein, 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 nein. Oh Gott, war das knapp. Oh Gott. Verdammt. So, Konzentration, Junge. Da ist einer drin. Okay, der da drin ist down, jetzt die hier vorne. Mann am Boden. Schnell, Deckung gehen. Ich muss okay. Und jetzt da hinten. Das sollte schon mal ein paar. Ah, ne, jetzt nicht. Wieder eine Granate. Leute. Dann werfe ich auch mal eine. Damn. Okay. Boah. Ich geh einfach mal hier hinten ran. Ihr kriegt's hier von der Seite, aber ihr rafft es nicht, oder? Der hat auch wieder einen schönen Schnurrbart. Okay, also jetzt wirkt die Map gerade recht offen. Ah, da ist doch der erste Flak. Wow, 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 ein MG und eine Granate. Und ich bin tot. Leute. Ich glaube, es ist noch zu früh am Morgen.
Wow, wow, Alter, wo kommst du denn her? Ey, wo kam der jetzt her, verdammt? Okay, also da oben steht ein MG42. Zumindest stand's eben. Ich hab einen. Da ist noch ein 88er. Ach, nö, das war's schon mit dem. Ah, jetzt kommt dann sein MG42. Ach scheiße, ich hab keine Granaten mehr. Da drüben bei den Kisten, nordwestlich von hier. Soldaten an! Oh, 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 oh. Welch, brauch Deckung, lade nach! Ein bisschen Munition auffüllen, ja. Dann kommt schon weiter. Na los, los jetzt! Ah, jetzt hab ich auch wieder Granaten. Also das da ein Panzer ist, gefällt mir nicht. Ach da! Die Frage ist, wie sollen wir den Panzer da kriegen? Gibt es da irgendeinen Plan? Ja, ich muss offensichtlich hier erstmal lang gehen. Lang kriechen? Ist schon echt actionreich gerade, ne? Wow, 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 ah, Gott sei Dank. Ja, ja. Mach den Panzer da kaputt! Was? Was? Feindliche Truppen! Nahe der Moschee! Weg hier! Keine Zeit zu verlieren! Die haben nicht ernsthaft meinen Panzer kaputt gemacht? Doch, haben sie. Verdammt. Wow, oh, oh! Oh, Mann, Leute! Scheiße! Gott! Zu spät gesehen, verdammt. Also ich muss vorgehen, dann kommt der andere Panzer. Ja, genau, das ist richtig so. Nein, 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 nein. Jetzt mach den scheiß Panzer da, genau. Wow, wow, wow! Deutscher mit der Panzerfaust! Wo? Ach, da hinten, ja. Das hat unseren Panzer zerstört! Scheiße, scheiße. Eine Granate! Okay, da kommt gleich eine Granate, da muss ich aufpassen. Oh,
Und hier fliegen gerade, glaube ich, richtig viele Granaten durch die Gegend. Die stehen auch überall, die Deutschen. Ist nicht normal. Kommt schon. Deutsche Truppen! Ein 88er! Drüben im Westen! Wir haben ihn! Okay, ein Flak-Team noch. Hilfe von Panzern schaffen, Jungs! Ja, wer braucht schon Panzer, Leute? Alles gut. Deutsche! Oben im obersten Stock! Rechts! Und wo geht's lang? Scheiße, ich hab kaum noch Munition. Na, dann nehmen wir uns mal wieder eine deutsche Waffe. Auch wenn ich die Waffe echt nicht leiden kann. 88! Wir müssen sie einnehmen! Boah, das sind nicht wenig. Okay. Sieht doch gut aus. Davis, ein paar Deutsche verschanzen sich in der Moschee. Schnappen wir sie uns. Na, die beten wohl. Die wissen, was auf sie zukommt. Na, okay. Sie beten doch nicht. Britische Infanterie! Oh, nicht schon wieder Gegenangriffe. Ich hasse es. Deutsche, beim Telefonmast. Unsere Verstärkungen sind eingetroffen. Wir haben die Bastarde in die Flucht geschlagen. Nicht nachlassen! Dann eurem Chef, die 7. Panzerdivision okay. Hat euch besiegt. Kommt bald wieder. Dann doch nicht, Gott sei Dank. Wir warten dann schon auf euch. Das war der letzte Krautschlösser, was, Davis? Ich hoffe's. Boah. Also, ich muss schon sagen, die britische Kampagne zieht etwas am Schwierigkeitsgrad an. Und auch was Action angeht. Und mit diesem kurzen Resümee entlasse ich euch in dieser Session und würde sagen, wir sehen uns beim nächsten Mal, wenn es wieder heißt Call of Duty 2 Singleplayer Let's Play. Bis dahin, euer Suree.